Ein neuer Tag. Raus aus den Federn. Ja, raus aus dem Stroh. So könnten wir sagen. Hallo da draußen an dem Bildschirm zu einem wunderschönen Herbsttag. Also so wie es von hier aussieht zumindest. Wir sind im Herbst angekommen. Die Pilze sprießen. Leider haben wir noch nicht hier geerntet. War irgendeine Obstsorte im Herbst noch anzubauen? Oder eine Gemüsesorte? Obst nicht, eher Gemüse? Hallo? Schön früh, ne? Meine Frau, die spricht seit Tagen auch nicht mehr so dem Alkohol zu. Wahrscheinlich, vielleicht doch die, sag ich euch, vielleicht ist es ja doch, dass sie Sekt ein Kind bekommt. Aber wie gesagt, ich bin mir dessen nicht ganz sicher. So, dann müssen wir mal, weil da geht gar nichts. Ach, wir haben die nicht scharf gemacht. Ah, bin ich doof. Naja, ich denke aber Fleisch, am Ende haben wir Fleisch genug. Haben wir eigentlich noch die Schaufel drin? Ich glaube nicht. Haben wir die, ja, wohin, ne? Wohin? Das ist die große Preisfrage. Warte jetzt mal, wir schauen. Trotz alledem, weil wir bräuchten tatsächlich. So, was haben wir denn so viel drin? Das sind Steine? Oh ja. Oh ja. Nehmen wir trotzdem noch ein paar mit, die wir finden. Steinpilze bräuchten wir. Weil ich denke, unser Britschebohr braucht ein paar neue Steine. Die werden wir eben gleich nach vorne bringen. Ja gut, das ist klar, weil wir haben... Ja, lass mich diesmal. Wir haben jetzt auch Kohl und so Zeug. Ja, ist klar, ich verstehe. Ich verstehe schon. Hatten wir unsere neue Mitarbeiterin? Hatten wir die eigentlich schon eingeschworen vorne? Werkelt die an Eimern? Bin mir dessen gar nicht mehr so sicher. Aber eigentlich schon, oder? Wir hatten das ich denke, wir hatten es einkalkuliert und eingestellt. Die müsste jetzt eigentlich hier werkeln. Ja, die werkelt. Wir schauen mal, wie die Eimerproduktion aussieht. Ich meine, wir müssen natürlich dann noch drauf gravieren, unsere Namen. Wir müssen mal schauen. Erstmal müssen wir die Qualität uns anschauen. Ganz klar. Was macht man eigentlich mit dem Amboss? Nee, halt. Nee, mach nix. Cool. Der hört nicht auf, Gott sei Dank. Hier können wir uns... Vulkan. Okay. Federn. Die Bronze, ne? Das ist das große Problem hier. Kupfer und Bronze. Weil das haben wir ja alles nicht. Wo bekommen wir das her, frage ich mich. Wo ist hier ein Steinbruch? Und vor allen Dingen, wie soll man das Ganze... Ihr seht ja, mit dem Ton sind wir schon heillos überlastet. Wie soll man das Ganze transportieren? Da habe ich echt noch... Da bin ich echt noch außen vor... Warte mal, wie viel ist das? Ah ja. Das reicht. Wir schauen mal kurz, wie viele Messer die jetzt noch haben. Das würde mich echt mal interessieren. Ach, wartet mal. Hatten wir im Säckchen...
wir hatten doch was gelesen von Roggen. Hier. Ach, null. Okay. Ja, wir müssen nochmal hin. Jetzt darf man nicht vergessen. Wir müssen nochmal zu Edwin. Am besten, wir gehen gleich und schauen mal, ob wir ihn finden. Ob wir ihn jetzt schon finden. Ja, es gibt Eimer. Es gibt seit neuestens Eimer. Oh, also wird unsere Materiallager voll und wir machen es nicht gerade leerer. Wir haben noch 3 Steinpilze. Wir haben noch, ist sogar noch ein bisschen Fleisch drin. Und 2 Holzschalen. Wollen wir noch Pilze machen? Haben wir das nicht gemacht? Pilzsuppen? So, ah, wir wollen noch schon 1000 Jahre lang. Wir nehmen mal mit ein bisschen Pilz, damit wir unser Materiallager wieder leeren. Karotten. Im Winter kommt die, zumindest noch gepflanzt werden. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, was ich mitnehmen wollte. So, wir nehmen noch einen Schwung Leder mit. Ein 100er Back. Und ein... Machen wir einen 200er Pack Pelz. Zu früh. Oh, ah ja, okay. Ja, das sehe ich ein. Das war ein bisschen zu ambitioniert. Oh, der Pelz ist vom Gewicht her, ne? Wahrscheinlich reicht schon Leder, ne? Dass das zu viel ist. Eindeutig. Okay. Dann quäle ich mich mal vor und wir überlegen mal, wie es weitergeht. Wir brauchen auf alle Fälle brauchen wir ein höheres Ansehen, dass wir hier die Genehmigung bekommen, mehr Gebäude hinzubauen. Noch vertraut man uns nicht an eine größere Siedlung. Da war ich beim Vogt, aber der hat gesagt, nee, da muss ich mehr für die Gemeinschaft machen hier. Dann kann ich auch die Siedlung erhöhen. Müssen wir mal durch, ne? Aber wir hatten hier noch nie Edwin. Um es ehrlich zu sein, wir haben hier noch nie Edwin gesehen. Am Tage. Ich hoffe, unsere Wirtin ist da. Aber es wäre schön. Auf alle Fälle müssen wir es im Herbst jetzt noch machen. Wie viel haben wir gesagt? Na ja, gut, wir hauen mal nochmal 20 Weizen. Wir hauen mal nochmal 20 Weizen rein. Könnte es nicht Edwin sein? Ich bin so langsam, ich komme dir noch nicht mal im Schritt hinterher. Könnte das nicht Edwin sein? Macht heute mal ein bisschen früher Pause? Nee, den kenne ich gar nicht. Noch nie gesehen. Jackert. Wo kommt denn der hier? Britische Boy kenne ich. Jede Menge Frauen hier. So, Dobrinjega, hallo. Ja, es gibt übrigens Neuigkeiten an der Eimerfront. Oh, wirklich? Ja, sie sind in der Herstellung. Ach, machst du die gar nicht mehr selbst? Doch. Ich bin für die Qualität zuständig. Ich schaue das Qualitätssiegel dann an. Naja, also ich bin mir nicht sicher. Die Kunden verlangen hohe Qualität. Whatever you need, I've got it. Oh,
Verstehe ich schon. Denn wie gesagt, ne, also unsere Eimer, die waren schon was Besonderes, ne? Das muss man schon sagen. Ach so, ich wollte mal schauen hier, ob unsere Freundin Eimer. Wo war Karotte? Cool. Hier, Trinkschlauch. Wir nehmen trotzdem noch einen mit. Kostet ewiglich viel, aber ich denke, der ist dann weg. Aber einen zum Ersatz würde ich gerne haben. Oder ist. Wartet mal kurz. Trinkschlauch. Na gut, obwohl, schaut mal hin. Zustand 86. Na, das dauert schon noch ein bisschen. Nee, wir wissen nie, für was man Geld mal dazwischen braucht. Und zurzeit schwimmen wir noch nicht in Geld. Na, kann man nicht sagen. Ich finde es gut übrigens, dass wir nicht in Geld schwimmen. Have a good day. Obwohl man es wahrscheinlich auch hier schnell könnte. Aber ich bin immer so ein Freund davon, wenn sich sowas langsam entwickelt. Jetzt weiß ich nicht mehr. Edwin, bist du daheim? Darf ich mal? Ist es überhaupt Edwin? Oder hier drüben, könnte auch sein. Bin ich mir nicht mehr sicher. In einem der zwei Häuser hier. Edwin? Aber der ist eher ein Händler, oder? Den geht hier auf dem Feld. Oder macht hier irgendwas? Ist das ein Handwerker? Doch, Edwin ist ein Handwerker. Na gut, ein Bauer. Ist ein ganz normaler Bauer. Edwin, Entschuldigung. How are you? Was, ja klar, der macht ja. Ja klar ist der Bauer, der verkauft das Ganze. Edwin, letzter Zeit irgendwas Interessantes gehört? Dein Doof. Da braucht jemand deine Hilfe. Ja, boah, das machen wir im Winter. Das machen wir im Winter. Vielleicht. Oh, die drischt. Die drischt. Ich brauche. My wares never disappoint. Ich brauche noch ein bisschen Weizen, mein Guter. Ich bräuchte noch ein bisschen Weizenkorn. Ja, es ist die Frage. Wir machen mal 20. Kostet nämlich trotzdem. Ganz schön patzen. Du hast echt Preise, mein Freund. Du hast echt Preise. So, dann Have a good day. noch einen schönen Tag. Machen wir uns gleich noch eine Pilzsuppe. Aber erstmal, bevor wir gearbeitet haben, nicht. Erst die Arbeit, dann das Essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auf die Kochschiene gekommen. Ich habe nie großartig in meinem Leben gekocht. Also so kleine Dinge halt. Aber ansonsten, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Aber ich nehme jetzt tatsächlich mal am Tag. Kommt halt darauf an, ob man arbeitet oder nicht. Warte mal, wir gehen trotzdem, ehe ich es wieder vergesse. Und wenn wir den Dünger hier entsorgen. Ne, hier hinten. Dass ich da wirklich koche, entweder abends oder mittags. Achso, da können wir auch die Beeren rein. Ich muss mal niesen. Das ist so gar nichts für mich im. Also selbst wenn ich streamen würde, oder ich meine, ich streame ja auch mit. Also damit es einfach schneller geht, nicht. Weil ich stream nicht auf Viewer,
sondern das einfach schneller hochzuladen geht. Denn wie gesagt, da müsste ich echt anbieten und ankündigen, wann ich streame. Und das müsste dann auch wieder sehr regelmäßig sein. Ansonsten schaut es keiner. So, wir haben unser Säckchen. Ach, wir haben gleich Weizenkorn drin. Sehr schön. Wisst ihr noch, wo es gefehlt hat? Ich sehe es momentan gar nicht. Ist es so hell? Das war doch die Ecke hier, ne? Hier ist noch was drauf. Und hier nicht. Bis wohin? Bis hierhin, ne? Oh, schwer zu sehen. Hier, glaube ich. So, und dann kann es wachsen. Über den Winter? Wie wächst denn das Ganze? Wird das Wintergerste? Wintergetreide? Winterweizen? Aber es hat ja dort gestanden im Herbst, oder? Jetzt mache ich mal ein bisschen Sorgen. Eigentlich sät man ja immer im Frühjahr, ne? Okay. Gut. Dann haben wir das. Ja, jetzt müssen wir einen Plan machen. Also hier erstmal ernten, na klar. Und dann müssen wir schauen, welches... Ah, da hätten wir gleich mal... ich Dummkopf. Ich gehe nochmal zu Edwin. Ich gehe tatsächlich nochmal zu Edwin. Na gut, das können wir sowieso gleich... Achso, das macht gleich alles hier. Ah, dann gehen wir nochmal zu Edwin. Und schauen wir, welches Gemüse vielleicht noch, was wir noch gar nicht auf dem Plan hatten, eventuell im Herbst noch auszusehen ist. Weil wir werden hier der große Bauer, um ehrlich zu sein. Wir werden, wenn wir denn irgendwann mal eine, werden wir auf alle Fälle eine Fischerhütte, aber da kommt jemand rein. Wir werden nicht selbst fischen. Aber wir werden es mal machen, klar. Wir werden alles hier mal machen. Aber. So, hier war das erste. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Dünger. Wir haben gar keinen Dünger mehr. Das ist das Problem. Da müssen wir auch Dünger kaufen. Und das ist halt alles, was sich nicht rentiert. Wir nehmen hier mal die Beeren raus. Wir müssen hier mal schauen, ne? Kupfersichel haben wir noch. Ach ja, wollten wir schauen, die Steinmesser. Hier haben wir noch ein Säckchen. Oh, zwei Säckchen, das ist super. Zwiebelsamen steht da im Frühjahr. Aha. Und was steht nochmal bei uns? Wartet mal. Wir haben noch gar nichts. Ist wahrscheinlich hier. Karotten. Winter, haben wir ja gesagt. Genau. Kohlsamen. Frühjahr oder Sommer. Haben wir viel, ne? Das lassen wir auch hier. Okay. So lecker. Gute Pilzsuppe, da geht fast nichts drüber. Wir können, seht ihr, apropos kochen. Wir müssen halt unsere Rezeptwahl ein bisschen nach oben bringen. Damit ein bisschen Variation, denn zurzeit mache ich auch, wenn ich so koche, vielleicht so drei Sachen.
Mehr ist es am Ende nicht. Aber das wird noch. Das wird noch. So, Pilzsuppe. Bitteschön. Sehr schön. Wir haben trotzdem mal wieder hier. Haben wir noch ein paar Stöcke? Wir haben trotzdem mal hier ein kleines Feuerchen hin. Wie immer. Braten noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Fackeln wir überhaupt noch haben. Das Fleisch durch und Essens. Und dann schauen wir nochmal, dass wir die Beeren drüben rein. Die können dann von mir aus drüben verderben. Nehmen schon mal den Dünger mit, den wir drüben haben. Der Herbst ist ja noch ein bisschen. Ist ja nicht viel, aber er ist noch ein bisschen. Also, müssen ja nicht unbedingt übers Feld latschen. Wäre es gut hier eine Vogelscheuche? Ging das? Warte mal, ich muss noch mal schauen. Da war doch... Nee, bei Technology. Hier ist unsere Scheune. Mehl, Tonbewurf. Ja, Tonbewurf. Wie macht man das? Das kann man in der Scheune herstellen mit Stroh und Ton. Das machen wir tatsächlich irgendwie mal. Ah, Hühnerstall, ja, wenn wir es könnten, würden wir es machen. Wenn wir es könnten, aber wir können halt kein Gebäude mehr hinhauen. Ich würde gerne einen Hühnerstall hin, um ehrlich zu sein. Sehr gerne. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. In der Werkstatt? Nö. Ja, die Küche könnte man ein bisschen... Ein Rührei, nee, Ei brauchen wir nicht, ne? Was ist nochmal Fleisch mit Soße? Was brauchen wir da? Zwiebeln? Das finde ich auch gut. Investieren wir die 150 mal... Zwiebeln. Wir haben aber keine mehr, ne? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Ja, das machen wir. Das machen wir im Frühjahr. Denk dran. Schmiede, okay. Ersten Ordnung. Ja, die Näherei haben wir ja nicht im Start. Warte mal, schauen wir nochmal die Jagdhöhe. Da haben wir alles erworben, okay. Oh, der Brunnen wäre natürlich super, ne? Können wir auch keinen Brunnen machen? Ich glaube nicht. Wir schauen mal. Also es wäre freigeschalten, der Brunnen. Dann würde ich einen Brunnen bauen. Aber anscheinend nicht. War da nicht irgendwas mit Vogelscheuche? Die man... Ja, nee, wir sind noch sehr spartanisch. Ich sag's, wie es ist. Sind schon noch sehr spartanisch. Achso, ich wollte mal schauen. Ein Brunnen. Ja, wo ist denn wieder hier ein Brunnen jetzt? Bei Gebäude? Jagd? Gewinnung vielleicht? An einem Höhleneingang. Ja gut, das wird dann der dort arbeitet, der bringt es dann uns schon her. Halt, da ist doch der Brunnen. Ah, tatsächlich. Ist er tatsächlich auch ein Gebäude? Das ist echt übelst. Wir müssen unbedingt langsam für die Gemeinschaft was machen hier. Ansonsten haben wir ein Problem. Gut. Achso. Ja, ich hab's noch gesagt. Ne? Im Reden vergessen. Etwas ganz anderes. Kleiner Imbiss. Schaut an. Wie viel haben wir denn jetzt Dünger hier drin? Wir haben noch ein bisschen drin. Schaut an.
So, dann haben wir die Bären hier drin. Oh, das war's. Oh, 80 Kohl haben wir. 80 Kohl. Dann hauen wir mal von dem Fleisch ein bisschen was raus. Achso, wir sind. Weil wir Dünger haben, ne? Dann, warte, gehen wir schon. Nee. Nee, mein Freund, so nicht. Dünger. Dann können wir hier gleich Dünger draufhauen. Ist das richtig? Mir ehrlich ist ein gar nicht mehr sicher. Es ist vielleicht richtig. Ja. Dann holen wir unsere Hacke raus. Damit wir es schon mal bearbeitet haben, wisst ihr? Dann haben wir schon mal das weg. Wie gesagt, im Winter möchte ich dann mich an die Aufträge machen. Wollen wir schauen, was wir für Aufträge bekommen. Vielleicht auch mal in das Dorf und wieder von unserem Onkel neue Informationen holen. Oder ja, über den Onkel. Okay. So. Wir brauchen die Hacke. Ist sie dann wieder an Ort und Stelle? Nö. Ja, das ist entspannt. Um ehrlich zu sein, das ist entspannt. Ich habe jetzt auch wieder mal unsere Tankstelle reaktiviert. Das macht Laune. Ich bin zur Zeit tatsächlich sehr auf solches hier. Also, ihr werdet, also wer das nicht mag, der hat ein bisschen, der hat auf meinem Kanal, also der sollte sich tatsächlich einen anderen Kanal suchen. Ich sag's gleich, wie es ist. Weil es wird immer mehr sowas hier kommen. Und besonders was mich komplett in die Atmosphäre eintauchen lässt. 80 Kohl ist ja nicht nur. Wenn wir dann, können wir gleich ein Stückchen Kohl eigentlich auch vor uns hinschnurpseln. Schön wär's. Ah, wir sind gerade noch so überladen. Ne? Warum eigentlich? Haben wir eigentlich noch ein Stück Fleisch? Nee. Ist ja klar. Um ehrlich zu sein, wir schauen trotzdem nochmal hin. Ich hätte gern noch eine Pilzsuppe gemacht. Obwohl, warte mal, apropos Pilzsuppe. Wir schauen mal, ob wir noch... Nee. Ob wir noch... Die sind wahnsinnig... Also ich kann die... Ich bin bestimmt schon über 5000 hinweggelaufen. Von den Steinpilzen. Ein Fliegenpilz ist mit Stein. Die Steinpilze sind so klein. Ich sag euch, ich bin bestimmt schon drüber gelatscht. Und hab die nicht gefunden. Oh, ist ja gar nichts. Aber schauen wir kurz. Nicht, dass wir vom Wildschwein aufgefuttert werden. Hier können wir uns auch noch ein bisschen Steine holen. Warte mal, was ist denn das? Gallenröhrling. Nee. Man wüsste, wo... Oh, hier sind sie wieder hingeschüttet. Ah, wir nehmen. So, wir werden jetzt mal noch Pilz zurückbringen. Brauchen wir noch irgendwas von Edwin? Nee, ne? Wir haben jetzt eigentlich alles. Achso, wir wollten mal schauen. Wir wollten tatsächlich mal schauen. Das sollten wir tatsächlich nochmal schnell nach vorne. Steine nehme ich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, das machen wir mal. Weil hier gibt es echt viele Steine. Auf dem Feld, ne? Da gibt es auch. Also so Bauern, die
also ihre Mitarbeiter. Ich weiß auch, als Kind, da haben wir auch Einsätze auf dem Feld gemacht. Und das ist nicht, also wie gesagt, das kann es sein, ich laufe einfach drüber und merke es, dass dann. Da haben wir Einsätze auf dem Feld gemacht und haben Steine einfach raus. Man fragt sich immer, wo die ganzen Steine herkommen, ne? Weil die hat man ja jedes Jahr, macht man die ja raus. Und ja, wo kommen die Steine her? Ne? Das ist die große Preisfrage. Gottes Steinacker. Ja, keine Ahnung hier. Sieht mau aus. Steinpilze sieht echt mau aus. Was haben wir jetzt alles drin, bis wir noch ins Materiallager rein? Ja, den Ton müssen wir auch nochmal machen. Da machen wir auch nochmal eine Aktion. Ja, Pilze suchen. Ist entspannt. Halt hier. Das sind. Steinpilze wachsen meistens wie in so einem Kreis. Man hat manchmal auch so einen Hexenkreis gesagt. Nee, da gibt's direkt. Nee, andersrum. Da gibt's so Pilze, die stehen tatsächlich so wie in einem Kreis. Und da hat man, glaube ich, auch Hexenpilze. Oder irgend so was habe ich noch in Erinnerung. Alles lange her. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zum Pilze suchen war. Hier, wo ich lebe, da gibt es eh keine. Jetzt hier. An der Küste. Sehr schön, aber nicht so pilzreich. Genau. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Was müssen wir noch wegtun? So, jetzt wollen wir schauen. Erstmal. Das ganze Pilzzeug breitwederig von mir aus. Ja, ein Dünger müssen wir wieder reintun. Das lassen wir, das werden wir in unsere Wohnung rein. Wir haben noch zwei Fackeln, ist in Ordnung. Noch eine Fackel. Gallenröhrling erstmal hier rein. Zwei Holzschalen ist super. Cool, kommt oben rein. Riesenschimmling brauchen wir. Oh, Stöcke haben wir. Ohne Ende. Die Stöcke. Der nimmt. Trotzdem mal hier rein. Ist mir jetzt zu schwer alles. Okay. So, was jetzt mal was haben? Ach so, den Kohl, ja. So, dann werden wir erstmal den Kohl entsorgen. Hätte ich beinahe gesagt. Schon wieder Schluss. Gut, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir schnell noch zu Edwin hin. Und vielleicht, ob wir da noch verkaufen können. Wenn jetzt schon wieder Schluss ist. Oh. Die Fleischproduktion. Oh. Die macht. Die Fleischproduktion macht wieder. Ich denke, sind schon wieder die Messer durch, denkt ihr? Wir haben viele Messer hin. Denkt ihr, sind schon wieder durch? Es kann schon sein. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Wirklich? Also die Fleischproduktion ist sehr unstet, muss ich sagen. Oder ist es verdorben? Nee, ne? Wir schauen jetzt erstmal.
Nee, wir haben noch 6 Steinmesser, das ist noch alles gut. Schau mal, wie viel Verdorbenes hier ist. Wo war denn das immer, das Verdorbene? War das hier? Hier ist gar nichts verdorben. Doch noch mal die Fleischproduktion hoch. Hier ist auch nichts Verdorbenes. Wo kann es noch sein? Nee. Wir schauen noch mal hier. Aber ich glaube nicht. Nee. Ach so, wir können ja immer gleich... Ah, ich Dummkopf, schaut hin. Wir können immer gleich so machen. Und nach unten bei Verdorbenen. Das ist doof. Ich wollte halt Fleisch nehmen, das verdirbt. Ne? Dann gehe ich jetzt nochmal bei unseren 2 Damen rein. Da müssen wir nochmal ein bisschen was ändern. Leder auf 40 mache ich. Weil Dünger ist trotzdem auch recht teuer. Und das auf 20. Okay. Dann müsste eigentlich alles passen, ne? Achso, halt. Dann nehmen wir mit Pelze. So, probieren wir nochmal. Ah, nee, tut mir leid. Zu viel der Ehre. Das ist zu viel. Müssen wir ein paar Mal rennen. Ob überhaupt noch? Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, die geht immer ziemlich früh. Schließt die ihre Pforten. Wenn ich jetzt nach... hier so hintrudle, dann noch mehr, ne? Genau, dann werden wir im Winter Mathilda Leder liefern, denn ich denke, wir haben morgen noch einiges zu tun, kann ich mir vorstellen. Noch ein bisschen Sammelaktion und so. Ja, auf der anderen Seite. Wenn wir nichts mehr zu tun haben, gehen wir zu Mathilde. Ah, sie ist wirklich nicht mehr da. Das ist zum Verrücktwerden. Vielleicht können wir mit Edwin noch handeln. Ist er da? Wahrscheinlich nicht. How is life treating you? Kann ich dir noch was verkaufen? Here? Ach, du misch dich schon unter dein... oder deinen Kunden. Also so ist es bei dir. So, hier, Pelz, bitteschön. See you soon. Edwin, wo ist Edwin? Also, den hat man schon. Edwin hat ja manchmal... Hier, das kann das sein. Ach, Unikus. Unikus und Edwin verwechsel ich... sehr gerne. Edwin! Drin ist... Ich weiß ja nicht, ob er hier ist. Edwin, das ist Edwin. Nee, das ist... Moment. How can I help you? Ich weiß es noch nicht. Was hast denn du? My wares never disappoint. Ja. Ja. Vielleicht. Goodbye. Goodbye. Irgendwann, wenn wir mal eine Kuh haben... Entschuldigung? Ist dein Mann zu... Ich weiß nicht, bist du überhaupt? Moment, Adeline. How can I help you? Was ist denn du? Best goods in the valley. Ach, du hast Essereizeugs, ne? Alles, was es an Essereizeugs gibt. Nee, brauche ich nicht. Ich glaube, Edwin ist dein Mann. Edwin. Only the best products here. Ich wäre beinahe raus, Edwin. Pass auf, Edwin, gibt's hier noch irgendwie
Gemüse. Moment, Karotten. Ach ne, geerntet. Ja, der sagt mir hier, um ehrlich zu sein, nicht. Achso, Karottensamen, hier. Im Kopf. Winter oder Frühling? Okay. Ach, das Karotten hatten wir doch schon fünfmal. Ja, wir müssen trotzdem was kaufen. Davon abgesehen. Hatten wir überhaupt genug? Moon. Was ist so Roggen eigentlich? Ich nehme noch Roggen. Dann machen wir es eben anders. Lassen Gemüse Gemüse sein. Was Blödes auf der anderen Seite. Und nehmen noch Roggen, damit es fällt. Dann ist es ein bisschen. Ach, wisst ihr, was wir machen? Auf alle Fälle. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Aber das machen wir. Ich mache eine Drei-Felder-Wirtschaft. Wie viel nehmen wir da? 10? Machen wir 15. Was? Ach, machen wir hier auch 20. Dann haben wir es. So, danke, Edwin. Wir machen eine Drei-Felder-Wirtschaft. Das heißt. Have a good day. Das ist mir jetzt so eingefallen. Das ist mir jetzt einfach mal so eingefallen. Das ist so ein Brunnen brauchen wir. Wir machen eine Drei-Felder-Wirtschaft. Und zwar haben wir zwei Felder dann. Wir machen uns noch ein großes Feld hin. Und dann machen wir uns noch ein Feld hin. Wir werden Großbauern hier. Wenn die großen Großbauern. Und dann machen wir uns noch ein Feld hin und lassen das immer brach liegen, damit sich der Boden erholt. Ob das jetzt hier natürlich was bringt, glaube ich nicht. Aber ist einfach fun. Just for fun. Dann machen wir. Warte jetzt mal. Hier haben wir. Rechnen wir hier rechts daneben noch ein Feld hin. Das ist schön, um ehrlich zu sein, bis zum Waldrand. Und dann noch eins. Wo machen wir das nächste Feld noch hin? Ne? Ein Feld kriegen wir auf alle Fälle noch hin. Aber wir wollen ja nicht unseren Baum dort. Das, warte mal. Ich schaue nochmal. Kriegen wir hier noch ein Feld? Oh, nee. Nee. Ein kleines vielleicht. Ein kleines hier vorne. Müssen wir schauen, direkt an der Straße. Aber ich möchte es nicht zu weit runterziehen, denn den Bereich möchte ich tatsächlich, ihr wisst, den möchte ich für Dorfaktivitäten freihalten. Oh, heute sieht es aber mit Vogelfang sieht es heute schlecht aus. Was sehen wir überhaupt noch? So, wir brauchen unser Säckchen. Im Dünger nie. Wir brauchen Roggen. Sieht man wenigstens schön nachts, ne? Wenn das so drauf liegt. Müssen wir mit dem Zeug noch irgendwas machen? Ich hoffe nicht. Wenn wir hier. Ich hoffe nicht. Dass wir irgendwas drüber. Irgendwie wässern müssen oder keine Ahnung. Noch einmal mit Wasser drüber hauen. Okay. Also auf dem hier war das. Okay. Na, ich bin ja mal gespannt. So, dann werden wir uns noch eine Pilzsuppe
Frau wird schon schla... Nee. Wo? Ja, ich bin wirklich kein eifersüchtiger Mann, ne? Und ich spioniere auch nicht meine Frau hinterher oder so, ne? Sag mal, müsste hier nicht auch eine Frau... Machen hier die Frauen ein... Machen hier die Frauen gerade ein... Eine Planbesprechung? Oder? Wird ein Aufstand angezettelt? Weil man sie kaum will. Hier ist Agnes. Agnes. Ja, Agnes. Das passt. Agnes hat sich nicht an dem Umsturz beteiligt, der hier geplant wird. Irgendwer plant hier einen Umsturz, sag ich euch. Da ist doch irgendwas im Busch, oder? Ach, die Männer waren nicht da. Ist das, wer weiß, was... Was das für ein Gelage ist. Was ist mit dem Fleisch? Ja gut, wir haben noch einen Mund zu stopfen jetzt. Ne? Muss man natürlich dazu sehen. Wir haben noch ein Mündlein zu stopfen. So ist es nicht. So, ich würde gerne noch meinen restlichen Dünger wieder hier reintun. Okay. So, dann essen wir noch eine Pilzsuppe und dann ist Schicht im Schacht für heute. Und dann hoffen wir, dass... Also das wäre halt wichtig, dass das Getreide was wird. Denn das gibt ein bisschen Geld in die Kasse. So dicke haben wir es ja auch nicht. Ich meine, okay, jetzt verärgert er es. Die Messeproduktion, die ist natürlich auch noch da. Eimer werden jetzt produziert. Das ist in Ordnung. Genau. So, schauen wir. Dass wir noch was hinter die Kiemen bekommen. Eigentlich sollten wir das nicht machen. Machen auch viele auf Twitch oder sonst wo, ne? Nachts essen. Nachts essen ist gar nicht gut. Ich hätte ja Nachtschicht. Eine ganze Weile, als ich noch ein bisschen jünger war, da hat man es auch noch mehr verkraftet. Aber je älter das man wird, ich habe es auch gemerkt, bei meinem älteren Kollegen, die haben das schon auch nicht mehr so verkraftet. Auch nachts essen. Na, nachts essen, das geht auf den Darm, auf die... Es ist wirklich so, der Mensch braucht tatsächlich seinen Nachtschlaf. Und das ist auch bei vielen Twitchern, ist das komplett, machen die das falsch. Und das und dann fragen sie sich, warum die Energie rausgeht oder sonst was. Ne? Also wer nachts soll man schlafen und soll auch nichts essen. Und vor allen Dingen auch, wenn man was isst, direkt vor dem, das hat nichts zu tun, dass der Magen das nicht verarbeitet oder so, das geht um die Psyche, dass man mit vollem Magen tatsächlich anders träumt, dass man immer schwerere Träume hat. Das ist, also ich kann es im Grunde nur bestätigen. So, ich sage aber derweil ciao, ciao, bleibt mir gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Osterzeit. So.